die Kämpfe des Islamischen Staates, die Barbaren Köpfe abschlagen, da bin ich Kind und Frau nehmen und abhauen. Ich würde abhauen, ich würde mein Leben retten. Die jetzt zu uns wollen, die kommen aus Not, es sind keine Touristen auf Besichtigungstour. Und wer sie zurückweist, hat kein Herz, der hört nicht nach Europa, der hört ins Neandertal zurück. Wenn die Armen der Erde sich aufmachen, die Festung Europa, da gibt es keine Mauer und kein Stacheldraht, der verhindert, dass die Festung Europa erobert wird. Und deshalb ist es vernünftig, zu helfen, für mehr Gerechtigkeit auf der Welt, das Elend zu beseitigen, die Waffen abzuschaffen, wenn die islamischen Terroristen keine Munition mehr künftig schießen. Die Munition bekommen sie von uns. Und ich will auch nicht Europa zurück in den alten Nationalstaat. Ich will keine Mauern in Europa. Ich will ein Europa, wo die Menschen sich frei bewegen können und nicht ein Europa der Egoisten. Da fühle ich mich nicht wohl. Und es ist schlimm, verdammt schlimm um Europa bestellt, wenn Europa sich nur annehmen kann, wenn Banden gerettet werden. Da sind 28 Staatsmänner in der Nacht in Brüssel. Wenn Menschen zu retten sind, da kommen sie zueinander und die können sich nicht annehmen. Das ist ein Armutszeugnis für Europa. Und dann habe ich heute Abend hier keine Grundlegung. Es geht um Kraft der Landsmannfeste Sachen, die Kindernothilfe. Die macht nämlich keine Worte. Jetzt beispielsweise im Libanon. Kinder und die Kinder, das sind die Ärzte in dem ganzen Spiel. Die Ärzten von allen sind die Schwächsten und das sind die Kinder. Deshalb sollen Sie jetzt erstmal die Vorsitzende der Kindernothilfe hören. Ich sage, was man mit Ihren Geld machen. Ich sage mir, Dankeschön euch, die ihr spielt und sonst und alle, die hier mitwirken, wer wie meine Worte sind, diejenigen, die heute Abend spielen.